Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der Danny spielt das. Ja, ihr seht, was hier abgeht. Hier ist ordentlich was los. Wir werden heute ein wenig Dampflok fahren. So wie sie bereit sind, fahren sie langsam fort zum Wasserkran und kommen mit dem Tender neben diesen zum Stehen. Danach muss erst einmal Wasser aufgefüllt werden. Dazu die Taste T drücken. Planen Sie hier etwas Wartezeit ein. Viel Spaß. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem etwas ungewöhnlichen Video. Ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt noch nie mit einer Dampflok gefahren. Muss mich erstmal zurechtfinden hier. Nehmen wir mal die Bremse. Und schalten mal langsam auf. Wie überhaupt vorwärts kommen, ist mir noch ein Rätsel. Ah ja, es tut sich was. Machen das jetzt mal so. Das Licht ist anscheinend schon an. Wunderbar. Das hört sich schon mal geil an. So, das ist ja unser Zug. Wunderschön, muss ich wirklich sagen. Geil. Sie sollten doch erst die Wasservorräte im Tender auffüllen. Oh, muss zurück. Dann starten wir einfach nochmal neu, würde ich sagen. Das wollen wir ja, wenn dann richtig machen. Wenn, dann wollen wir es ja richtig machen, ne? Da habe ich mich jetzt fehlleiten lassen. So, da seht ihr auch nochmal den ganzen Anfang. Willkommen im Winter Wonderland. Rose Fan Wildau. Oder Haus Fan Wildau. Ja, den Text können wir uns ja schenken, ne? So. Dann würde ich sagen, gucke ich mir das mal von draußen an und schauen erstmal, wo wieder. Da ist der Wassertank, oder? Da ist der Wassertank, glaube ich. Da müssen wir überhaupt erstmal hin. Dann fahren wir mal. Langsam, aber sicher. Wunderschön. So, wenn ich zu schnell werden, da müssen wir anhalten. Genau hier. Ja. Und nicht zu früh. Ah, ich glaube, ein Stück können wir noch. Stückchen können wir noch. So, bleiben wir mal stehen. Das reicht anscheinend noch nicht. Das reicht anscheinend noch nicht. Jetzt. Reicht immer noch nicht. Jetzt aber. Warum funktioniert das nicht? Tender. Ach so, jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung. So, jetzt aber. Ja, jetzt hat es funktioniert. Wunderbar. Ist alles gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen.
Wunderschön. Schaut euch das an. So, dürfte dann jetzt auch, glaube ich, abgeschlossen sein. So, fertig. Gut gemacht. Nun müssen die Wagen vom Gleis 2 angekuppelt werden. Rangieren Sie als nächstes also mit maximal 25 km/h vor zur Rangierhalttafel. Ja, dann werden wir das mal tun, ne? Was schlüpft denn hier? Ihr schlüpft doch gar nicht. Ich stehe doch. Ich bin jetzt ab. Ja, ich hatte die Bremsen noch angezogen. Das war's. Halt! Machen wir was anderes. Machen wir was anderes. War mal ein bisschen Köpf. Hallo Kollege, starten Sie zuerst den Motor der Köpfe. Rangieren Sie dann zurück zu Gleis 2 Nord und kuppeln die dort abgestellten Güterwagen an Ihre Kleinlokomotive. Viel Spaß!
Spaß auf dieser kurzen Fahrt. Ja, dann machen wir das mal. Sie erstmal wissen, wo hier was funktioniert. Motor anlassen. Moin, 2402. Hier ist Fahrdienstleiter Hochmerzburg. Die Wagen stehen auf Militärgleis 2 Nord bereit. Die sollen zum Güterbahnhof Hochmerzburg. Und zwar auf Gleis 2. Am Signal 32 N1 hast du kurz Aufenthalt, um einen Kollegen vorbeizulassen. Ansonsten verläuft alles planmäßig. Wenn du die Wagen abgestellt hast, bitte nochmal bei mir melden. 2402 hat verstanden. Alles klar, Ende. Müssen ja so herum. Warum ist denn der jetzt schon wieder aus? Muss man jetzt den Knopf festhalten? Das kann er wohl nicht sein, oder? Das kann doch wohl nicht sein, dass man den festhalten muss. Stop.
Gut gemacht. Wechseln Sie nun die Fahrtrichtung und stellen das Licht der KÖV entsprechend der Fahrt ein. Fahren Sie dann. Entschuldigung, aber der musste sein. Fahren Sie dann zum Gleis 2 des Güterabstellbahnhofs nach in Hochmerzburg. Zulässige Höchstgeschwindigkeit der Lok ist 45 km/h. So, dann haben wir als erstes mal. Soweit. Umdrehen. Das Licht an. Auf geht's. Ah. Ganz ruhig. Wunderschön, wunderschön. Schalten wir 40.
Option ist, da es verweigert. So, wir dürfen. Wunderbar. Mega geil.
Wunderschön. Erinnert mich fast an meinen Job. OMM. Sehr fantasievoll. Da kommt sie an, unsere kleine Köff. Wahrscheinlich abkuppeln müssen, damit wir dann zum Endpunkt Hochmetz und Gewehrgleis 3 fahren können. Wir haben die Waggons erfolgreich überfüllt. Kuppeln Sie nun Gütewagen von Ihrer Diesellokomotive. Hier 2402 für Fahrdienstleiter nach Merzburg. Fahrdienstleiter hört. Die Wagen sind jetzt auf Güterbahn auf Gleis 2 abgestellt. Erwarte weitere Anweisungen. Die KÖF soll jetzt im Anschluss zur Betriebsinspektion in die Werkshalle. Die Fahrstraße ist gestellt, Tor wird geöffnet, du kannst direkt los mit Rangierfahrt. Habe verstanden, danke und Ende.
das werden wir jetzt tun. Ist auch schön, dass mal die Niederländer hier zu Wort kommen. So. Ich würde sagen, auf geht's. Hier sind die Bremse. Wir haben Ausfahrt, beziehungsweise Genehmigung. Ja, dann geht's los. Schönes Szenario, kann man nicht anders sagen. Traumhaft. Und das ist wie gesagt das 11. und letzte Szenario aus der Szenario-Reihe oder aus dem Szenario-Pack ab Köpnitzer Berg und nennt sich Schichtende. Und es sind wunderschöne Szenarien. Ich werde sie alle nacheinander spielen und euch natürlich zeigen. Ich kann ehrlich sagen, hochzufrieden, hochbegeistert von diesem wunderschönen Szenario. Einfach traumhafte Geschichten. Das ist einfach nur geil. Kann man nicht anders sagen. Und auch das mit der Dampflok werde ich mir nochmal zum Brust nehmen und versuche das qualitativ zu beenden in einem der nächsten Videos. So, das ist schon mal ein bisschen langsamer hier. Wenn ich da die Scheiße und das Tor fahre. Wunderschön. Wunderschön, oder? Das ist so einfach nur wunderschön. Und da vorne stehen noch 201. Das ist eine. Das ist eine. 101. So, ein bisschen können wir noch. Vorne direkt hier über den, wo die Bude stehen. So, ich würde sagen, das war's mit dem hübschen kleinen Szenario. Mit dieser wunderbaren Köff. Ich bin auf dem Motor mal abstellen. Brauche ich nicht zu schreien. So, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bravo, Sie haben Ihren letzten Auftrag erfüllt und können nun endlich Feierabend machen. Wir wünschen Ihnen auch in Zukunft wunderschöne Fahrten im Köpnitzer Bergland. Vielen Dank und bis bald, sagen SAD, Train Driver 316 und DW Agency. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.